Verehrter Herr Ministerpräsident, liebe Frau Haseloff, Herr Minister, verehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, tisztelt miniszterelnök úr, miniszter úr, kedves testvéreim, én ugyanazt a módszert fogom választani, mint miniszter úr, tehát elmondom németül a mondandómat, és aztán talán egy kicsit bővebb összefoglalót adok majd magyarul, úgyhogy ha megengedik, akkor ezt a módszert fogom választani. Ich war vor 10 Jahren zum letzten Mal hier, als die Luther-Dekade anfing. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe die deutsche Kirche damals wirklich bewundert, wie diese Annäherung an das Reformationsjubiläum geplant und strategisch wirklich vorgezeichnet wurde. Und ich habe auch gedacht, das ist auch wichtig, dass wir uns auch auf diese Zeit vorbereiten. So ist die lutherisch-evangelische Strategie in Ungarn entstanden. Aber so eine Annäherung ist, glaube ich, auch bei so einem Tag sehr wichtig. Und wir sind mit meiner Frau und mit unseren 4 Kindern mit dem Auto hierher gefahren, und zwar ziemlich langsam. Über die Tschechische Republik, über Sachsen. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir auch in Dresden auch Halt machten und wir den Turm der Frauenkirche bestiegen. Wenn man in der Frauenkirche ist, das wissen Sie selber, dann erlebt man die Größe und die Stärke des Luthertums, der lutherischen Kirche. Dann erlebt man sogar im barocken Stil, was zur Reformation eigentlich gar nicht passt, diese unglaubliche Kraft des Glaubens, diese unglaubliche Kraft nicht nur des Glaubens von damals, sondern diese unglaubliche Kraft des Glaubens und natürlich der Spendenfreude später nach der Wende, was diese Kirche wieder neu entstehen ließ. Und wenn man weiterfährt und kommt in Richtung Wittenberg, dann wird das Verhältnis ein bisschen Abstand nehmend von diesem High Church, von dieser offiziellen Kirche, immer persönlicher. Kommt man an in Thurgau, erlebt man das tragische Schicksal der Lutherwitwe Katharina von Bora, besucht die Grabstätte. Inzwischen geht man an die Elbe und dann erlebt man dieses historische Horizont, wo die sowjetische und die amerikanische Armee sich getroffen haben und vielleicht in einem ganz wunderbaren Moment sich einigen konnten, wie es weitergeht. Und dann ist die Welt doch entzweit weitergegangen. Und dann kommt man weiter, erlebt man diese sehr freundliche Landschaft und kommt mal hin an. Und hier ein paar Meter von hier entfernt sitzt man an Martin Luthers Tisch. An diesem Tisch, wo vielleicht die privatesten Gedanken von ihm zu hören waren, die Gott sei Dank aufgezeichnet worden sind und anlässlich des Jubiläums jetzt in Ungarisch wieder vorliegen. Und dann wird das Verhältnis immer persönlicher. Und wenn man aus einer kleinen Diaspora-Kirche kommt, wie ich und wie wir alle hier, die aus Ungarn hier sitzen, ist dieses persönliche Element, ich bin überzeugt davon, sehr, sehr, sehr wichtig. Deshalb das Testament, das eigentlich per Zufall an uns gelangt ist, das war nämlich ein ungarischer Adliger, der das erworben hat und dann hat er das an die Kirche geschenkt. Das passt zu uns. Ein Testament ist persönlich und ist praktisch. Ein Testament, wie Martin Luthers Testament, ist durch die Persönlichkeit ein Zeuge seines Glaubens. Durch die Persönlichkeit ist das auch in der Praktikabilität wichtig und durch aus der Liebe gewachsene Persönlichkeit, aus der Liebe an seine Frau gewachsene Persönlichkeit wurde diese Schrift
viel mehr für uns als nur ein altes Schriftstück und ein persönliches und praktisches Schriftstück von Martin Luther selbst. Wir glauben nicht an Reliquien. Wir glauben nicht, dass dieses Schriftstück irgendwie eine magische Kraft besitzt. Und trotzdem, meine Damen und Herren, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo unsere Kirchenzentrale gebaut worden ist, architektonisch ist das so entstanden, dass im Erdgeschoss ein riesen Panzerschrank gebaut worden ist, wo wir dieses Luther-Testament aufbewahren. Darauf wurde das Gebäude dann gebaut mit Gesprächszimmer, später als Wohnheim genutzt. Obendrauf ein Kirchenraum, wo in der kommunistischen Zeit man ein Vorhang immer zusammenziehen konnte, um die Sitzungen abzuhalten und dann wieder wegziehen konnte, damit das Gottesdienst wieder gefeiert werden kann. Also ein ganz unglaubliches Schicksal dieses Ortes. Aber auf jeden Fall, diese Kirchenzentrale wurde auf das Testament praktisch gebaut. Daraus ist die Institution entstanden, nicht entstanden, sondern darauf ruht jetzt die Institution. Und deshalb ist es wichtig, was aus dieser aus Liebe gewachsene Persönlichkeit und aus dieser Praktikabilität, was aus diesem Testament herauszulesen ist, geworden ist. In der Institution erwächst aus dieser Liebe eben die Freiheit, beziehungsweise aus der Freiheit wächst die Liebe ursprünglich, ein Schlüsselwort in Luthers Lebenswerk. Und was dazu kommt, die praktische Sichtweise, seine Verantwortung für seine Familie und unsere Verantwortung für unsere Kirche und für unsere Gesellschaft. Freiheit und Verantwortung zusammen. Das ist unser Erbe aufgrund dieses Schriftstückes. Was er dort persönlich gemeint aufs Papier bringt, darauf ruht unsere Institution. Das müssen wir institutionell auch vorleben und mittragen. Wenn ich über die Freiheit und über die Verantwortung unserer Kirche spreche, dann ist natürlich da ein weites Feld. Ein weites Feld, wo wir Freiheit und die Liebe und die Persönlichkeit, die daraus erwächst, eben aus der Sicht der Institution immer etwas kritisch betrachten müssen. Weil die Freiheit und die Persönlichkeit, das persönliche Verhältnis zu Gott und das persönliche Verhältnis zueinander, wo die Persönlichkeit wichtig ist, aber darf nicht in Richtung Individualismus entarten. Das ist ein schmaler Weg, wo man gehen muss, wo man die Institution in Freiheit und Verantwortung tragen muss, wo auch in dieser Persönlichkeit auch die Institution selbst nicht zu kurz kommt. Die Verantwortung in der Institution, was aus dieser Diaspora-Lage entstand, ist, glaube ich, immerhin beeindruckend. Das Schulwesen, was eben auch für Luther sehr wichtig war, die Erziehung selbst, dann die Barmherzigkeit, die Zuwendung, daraus sind diakonische und schulische Institutionen entstanden. Und die über 70 Schulen, Kindergärten, die wir heute in Ungarn haben, und die über 50 diakonischen Institutionen sind Zeuge davon, dass wir eben dieses Erbe auch ernst nehmen. Und etwas dürfen wir auch nicht vergessen, was vielleicht dieses Jahr in Ungarn noch mehr gefeiert wird als sonst wo. Die Sprache, das Wort, wie das auch hier steht. Ich glaube, das ist der Kern der diesjährigen Feierlichkeiten, weil
Nur dadurch konnte auch der Glaube persönlich werden, dass man verstanden hat, was in der Bibel steht. Und wenn wir heute einen sehr großen Dichter, János Arany, feiern, wir feiern seinen 200. Geburtstag, er hat einen unglaublichen Wortschatz gehabt, und dieser Wortschatz, diese Feinheiten, sich auszudrücken, persönlich zu werden, sich so ausdrücken, dass das die Gemeinschaft versteht, gleichzeitig dadurch eben all die Möglichkeiten entfalten lassen, die in der Wissenschaft, Kultur, Glaube da sind, wo wir unser Glaube damit auch besser zum Vorschein tragen und selbst erleben können. Das ist eine unglaubliche Gabe, das ist ein unglaubliches Geschenk der Reformation, die wir nicht hoch genug einschätzen können. Also Persönlichkeit, der einzelne Mensch, die Kirche, unsere Verantwortung innerhalb der Kirche und zum Dritten unsere Verantwortung in der Gesellschaft. Was erwächst in unserer gesellschaftlichen Dasein aus der Freiheit und Verantwortung. Wir kennen die These Martin Luthers über die zwei reiche Lehre. In der letzten Zeit haben wir sehr oft darüber gesprochen. Was ist die Verantwortung der Kirche? Was ist die Verantwortung des Staates? Wo liegen die Grenzen? Greifen wir in einanders Verantwortung ein? Wer schützt die Gemeinschaft und wer ist dafür zuständig, dass wir im Sinne der Barmherzigkeit uns zuwenden, wenn wir Not in der Welt sehen, sei es aus der Ferne oder sei es dort bei uns. Ich glaube, das ist auch ein ständiges Ringen mit uns selbst. Ein ständiges Ringen mit unserer Schwäche, ein ständiges Ringen natürlich in dem kommunikativen Raum, das uns umgibt, wo wir immer neue Antworten drauf geben müssen, aber dieses Problem, dieses Dilemma nie vom Tisch wischen dürfen. Die Verantwortung in der Gemeinschaft. Ich glaube, Herr Minister hat über Europa gesprochen, über die europäische Streitkultur, über die Erneuerung dieser Streitkultur. Wenn wir wirklich ehrlich über die Errungenschaften der Reformation nachdenken, dann sehen wir, dass das lokale Handeln und das universelle Denken nur dadurch möglich geworden ist, dass Gottes Wort ein jeder in seiner Muttersprache verstehen kann und deshalb auch in der Gemeinschaft in diesem Sinne handeln kann. Diese Balance, dass wir gleichzeitig das Lokale und, wenn man will, das Nationale, man darf dieses Wort nicht außer Acht lassen und diese Denkweise nicht außer Acht lassen, wir dürfen ja nicht vergessen, dass eben die nationalen Kulturen aus den Bibelübersetzungen entstanden sind. Also die Reformation ist das Beispiel dafür, dass diese zwei Gesichtspunkte, das Universelle und das Nationale, das Lokale, miteinander fruchtbar verbringen kann. Das ist, glaube ich, vielleicht der Schlüssel für die zukünftige Entwicklung Europas. Meine Damen und Herren, das Schicksal des Testaments ist ja sehr bewegt. Und es wurde immer wieder versucht, dieses alte Stück Papier nach Deutschland zurückzubringen. Es gab auch zu nationalsozialistischen Zeiten zuletzt einen Versuch. 1936 hat übrigens ein Wiener Kunsthändler versucht, durch die Reichskanzlei, durch seine Kontakte in der Reichskanzlei, das herbeizuführen,
dass eben Adolf Hitler höchstpersönlich das Testament kauft, damit das hier in Wittenberg ausgestellt werden kann. Ein Herr namens Oskar Thulin, der damals der Direktor der Lutherhallen hier war, ein mündiger Bürger, wenn wir das so sagen können, er hat die ungarische Kirchenleitung darüber informiert, dass diese Absicht da ist. Und nach langem Hin und Her, es gab natürlich immer Versuche, mit Druck das herbeizuführen, mit Trick herbeizuführen, wie auch immer. Aber 1941 hat die ungarische Kirchenleitung in einem Brief geschrieben: Wir sehen jetzt von dieser Möglichkeit ab, aber vielleicht zu ruhigeren Zeiten können wir auf diese Frage zurückkommen. Meine Damen und Herren, wir können alle erfreut darüber sein, dass diese ruhigeren Zeiten eingetreten sind. Ich freue mich, dass wir das Testament von Martin Luther hierher begleiten können. Und ich wünsche, dass wir diese aus der Glaube erwachsene Persönlichkeit und Praktikabilität, was im Testament zu lesen ist, in diesem Zeichen können wir Freiheit und Verantwortung in einer gut austarierten Balance erleben, und dass wir dann auch Glaube und Kraft haben für die Liebe zueinander, für die Liebe zu Gott und natürlich die Kraft, dass wir auch die praktische Seite auch nicht vernachlässigen.